Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier den Lance TV und ehrlich gesagt wollte ich heute kein Video machen, also aus der tiefsten Impuls meines Gefühls. Keine Ahnung, ob ich das jetzt gut artikuliert habe, aber ja, unser SK Sturm hat jedenfalls mit 0:2 das Hinspiel in der Europa League Qualifikation gegen AEK Larnaka verloren zu Hause. Und es war ein sehr, sehr emotionsreiches, geladenes Spiel. Und es war extrem mühsam und ich muss ehrlich sagen, das Spiel hat Nerven gekostet. Ich muss wirklich zu Hause beim Spiegel schauen. Irgendwo habe ich ein graues Haar auf jeden Fall am nächsten Tag, da bin ich mir sicher. Denn das Spiel war einfach nur anstrengend und ich muss auch sagen, zum größten Teil sehr, sehr enttäuschend, natürlich aus schwarz-weißer Sicht. Das Ganze eigentlich schon schlecht angefangen. Die ersten 10 Minuten, man hat schon gemerkt, unsere Jungs tun sich schwer, sind nicht wirklich in die Zweikämpfe gekommen. Gerade nach vorn ging gar nichts und Larnaka hatte schon die ersten guten Ansätze in der Offensive. Und mit Vorteil der ersten Partie, der ersten Halbzeit natürlich, wurde es dann immer schlechter, muss man ehrlich sagen. Unsere Jungs keinen Zugriff eben auf die Partie bekommen. In der Offensive, nicht wirklich die Ideen gehabt. Peter Schul und Co. Ohne Kreativität nach vorne und defensiv hat man immer wieder Lücken offenbart, also man hat gemerkt, gerade über unseren linken Abwehrverbund ging sehr, sehr viel für Larnaka, da waren sie einfach viel zu schnell, viel zu ballsicher, viele Hereingaben und im Endeffekt war es einfach nur nicht Siebenhandel zu verdanken, sondern einfach auch ein bisschen dem Glück und dem Unvermögen von Larnaka, dass sie nicht früher das 1-0 gemacht hatten. Es war halt dann auch so bis zur 30. wirklich sehr, sehr grauslich zuzusehen, muss ich sagen. Also, wie gesagt, meine Halsschlagader ist mir fast bis in den Kopf geschossen. Und der einzige Abschluss, den Sturm in dieser Zeit zusammengebracht hat, war so in Minute 30 herum ein Distanzschuss von Sandy Lovric. Also, bis zu diesem Zeitpunkt war es aus meiner Sicht Arbeitsverweigerung. Und ich muss ehrlich sagen, ich war selten so enttäuscht wie nach dieser ersten Halbzeit. Im Endeffekt dann ging es mit dem 0-0 aber tatsächlich dann in die Kabine. Da hatte man sogar eben noch ein bisschen Glück, kein Tor gefressen zu haben. Die letzten 10 Minuten so vor der Pause fand ich noch halbwegs okay, weil man Larnaka wenigstens vom Tor wegbekommen hat. Gleich zu Beginn, zweite Halbzeit, du bist motiviert, du denkst dir, okay, jetzt packen wir das Ganze. Pustekuchen, Eckball für Larnaka, zunächst mal die Ecke schon ein Geschenk. Ein missglückter Rückpass zu Siebenhandel, ich habe es nicht ganz gesehen, Siebenhandel verspringt dabei, glaube ich, auch so ein bisschen. Auf jeden Fall gibt es die Ecke für Larnaka. Der Kopfball eines Larnaka-Angreifers, nehme ich mal an, Siebenhandel fliegt so ein bisschen an der Flanke vorbei und dann steht die Nummer 4, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, der Zyprioten und köpft ins leere Tor ein zum 0:1 gleich nach Wiederanpfiff. Also schlechter konnte die zweite Halbzeit gar nicht beginnen und dann mit Vordauer der zweiten Halbzeit wurde es auch leider nicht besser. Also gleich ein paar Minuten später ein Lattenschuss der Zyprioten und man hat immer wieder das Gefühl, okay, die Jungs, sie wollen zwar, aber es geht gar nichts. Also erst so nach einer Stunde hat unser SK Sturm so langsam begriffen, um was es wohl wirklich geht, aber nach vorne einfach kaum Chancen kreiert. Das war eben das Hauptproblem. Man hat in der Halbzeit übrigens Husbeck statt Grotzurik eingewechselt. Der brachte ein bisschen Wind, wenn was ging, dann eher über die rechte Seite, eben über Husbeck und Co. Aber trotzdem, im Abschluss war das viel zu wenig. Man hat dann eben auch irgendwo gemerkt, der Hebel will irgendwie nicht so richtig umfallen diesmal und Larnaka immer wieder gefährlich über Konter, viel zu viele Räume und man hat eben dann auch in Minute 70 herum das 0:2 kassiert und was soll man sagen, war im Grunde einfach ein ausgespielter Konter, ein Larnaka-Angreifer über die linke Seite, rennt und rennt und rennt und rennt, hat Platz ohne Ende, spielt die Hereingabe und dann steht es 2:0. Also, es ist sehr, sehr bitter gelaufen und wenig später dann auch noch fast der Spielabbruch, weil irgend so ein Vollpfosten, entschuldigt die Wortwahl, dann von der Haupttribüne oder vom Familiensektor den Linienrichter mit einem Bierbecher beschmissen hat. Das Spiel wurde, glaube ich, für knapp eine Viertelstunde unterbrochen und am Ende dann doch noch fortgesetzt. Man hat die letzten knapp 13 Minuten dann weitergespielt. Da haben unsere Blackies wirklich nochmal alles probiert, hohe Bälle, Markus Pinkerlein, 2, 3 Kopfbälle, aber der Ball will einfach nicht ins Tor. Oder wollte nicht ins Tor. Und dementsprechend muss man eben mit dem 0:2 jetzt auch klarkommen. Das Rückspiel in Zypern steht noch auf dem Programm. Und auch nach dieser wirklich grottenschlechten Leistung, also ich bin nochmal, ich betone, ich bin wirklich enttäuscht, sage ich trotzdem, das Spiel ist noch nicht vorbei.
Das Rückspiel muss erstmal gespielt werden und so eine Leistung wird es kein zweites Mal hoffentlich geben. Denn man muss klar sagen, das sind alles gut bezahlte Fußballprofis und da kann man sich schon ein bisschen mehr Leidenschaft auch erwarten. Ich hoffe, dass unsere Jungs da wirklich aus den Fehlern lernen und im Rückspiel wirklich damit 120% Gas geben, dass man das Ganze noch irgendwie dreht und ja, dann sehen wir, was dabei rauskommt. Auf die Schwarzen! Trinke Bier mal. Bunte Bier. Noch ein dann, danke. Jetzt da, vor der Kamera, bitte. Warte mal kurz. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. Euer Elias, jetzt kommt Song. Auf die Schwarzen! Auf die Schwarzen! Und bis dann.